Herzlich willkommen zu einem weiteren Videoclip. Ich bin Karin, ich bin hochsensibel und eine trockene Alkoholikerin. Und auf meinem Kanal geht es um heilsames Malen für mehr Leichtigkeit, für mehr Freude und auch Harmonie im Leben. Im heutigen Video geht es um dieses Porträt hinter mir. Und ich zeige dir tatsächlich von Anfang bis Ende, wie das Bild entstanden ist. Es hat mich gefuchst, es hat teilweise überhaupt nicht funktioniert. Ich wollte es überpinseln und dann habe ich mir gedacht, nee, bleib einfach mal dran. Und so ist es ja im Leben im Endeffekt auch. Wir stehen vor Schwierigkeiten, wir wollen vielleicht einen Schritt zurück machen, ja, oder zwei, drei Schritte zurückgehen. Oder bestimmte Dinge vollkommen komplett hinschmeißen und dann überlegen wir. Und genau so ist es mir hier ergangen an diesem Bild mit, ja, es ist spät am Abend und ich fange an Blödsinn zu labern. Viel Spaß! Ja, natürlich fängt jedes Bild jetzt erstmal an mit Farben mischen, Farben aussuchen. Ich arbeite absolut intuitiv, das heißt, ich habe da oder gebe mir keine festen Vorgaben von den Farben, sondern nehme Farben, die mich gerade ansprechen. Ich kann ja das immer wieder überpinseln. So beginnen die meisten Bilder von mir. Also das ist ein Bild in Acryl auf Leinwand, 100x100. Und ja, so, man könnte im Endeffekt beginnen die meisten Bilder abstrakt. Auch hier wieder, ich fühle mich in die Situation hinein. Also ich möchte mir auch diesen Freiraum gewähren. Und da steht ein Bild drunter und manchmal gibt es Farbkleckse auf das Bild darunter und ich mache das absichtlich, weil ich das einfach mag, wenn die Bilder ein bisschen chaotisch sind. Das Leben ist nicht immer einfach. Das Leben ist bunt und schön, trotz Schwierigkeiten, ist ja so das heutige Thema. Ja, und auch hier siehst du, es ist ein langsames Ein-Rein-Fühlen wieder. Du musst jetzt nicht so ein Porträt beginnen, du kannst ja auch vorher Skizzen machen. Mir war bei diesem Bild nach keiner Skizze zumute, also vorgefertigt. Ne? Das sollte im Tun, im Augenblick entstehen. Also Freiräume verschaffen und intuitiv, ich glaube, so kann man es am ehesten auch erklären, intuitiv handeln, intuitiv Grenzen setzen, also dunkle Farben, schwarz, also ich nehme auch gern viel schwarz bei meinen Bildern, ist ganz klar, schwarze Farben sind für mich oder sind immer auch ein Stück weit Grenzen ziehen, ja, wo beginne ich, wo beginnt der andere, aber einfach auch für mich persönlich Grenzen ziehen. Jetzt in diesem Abschnitt von dem Bild befinden wir uns ganz klar hell-dunkel, Kontraste, Schatten werden gelegt oder aufgetragen, nicht gelegt, aufgetragen, ne? So hell-dunkel, Komposition. Und ich lasse mir Zeit, also auch das würde ich die Empfehlung auch für dich, lass dir Zeit beim Malen. Ja, das ist dein Raum, dein persönlicher Raum. Kämpfe gegebenenfalls darum, wenn dein Umfeld jetzt meint, du musst jetzt was anders machen. Nein, kämpfe ruhig. Also manchmal muss man um diesen eigenen Raum auch kämpfen. Und wie gesagt, ich befinde mich, das ist eigentlich der längste Teil bei einem Porträt.
Ich sage immer, das ist wie ein Grundstock legen, Haus bauen. Ne? Wenn der Grundstock, wenn der Keller oder das Gerüst nicht passt, dann stimmt das ganze Bild nicht. Und es ist hier bei diesem Porträt sehr lange gewesen. Also es hat einfach nicht gepasst. Ich wollte kurzzeitig sogar das ganze Ding überpinseln. Und immer noch eben der Versuch, intuitiv Farben aufzulegen oder anzulegen, sagt man ja. Das ist so der Wunsch von diesem Bild. Also spontan zu malen, intuitiv, mich wohlfühlen in meinem Raum, in meinem Inneren. Wie im Inneren, wie innen, so außen, sagt man ja auch im Buddhismus. Und wenn du da wirklich einen guten Zugang hast, wirst du das auch draußen umsetzen können, deine Ziele. Wenn dir das Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer, ich freue mich immer total über einen Daumen hoch. Wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Ja, ich habe es, wie gesagt, eben jetzt mal nicht rausgeschnippelt, dass du auch wirklich siehst, wie lang so ein Prozess ist. Und das ist das Leben. Genesung, Gesundheit ist niemals ein Ereignis, was jetzt eintritt, ne? Sondern Genesung, Gesundheit, ja auch meine eigene Genesung von Alkohol und Drogen, ein Prozess, der ein Leben lang andauert. Und das sieht man eben ja jetzt auch bei diesem Bild, es dauert. Es ist ein Prozess. Es wird überpinselt, ja, überlegt, gespielt, Farben aufgetragen, wieder überpinselt. Das sieht man ja dann auch später im späteren Abschnitt vom Bild. Das ist jetzt eine Grundierung. Hier ist die Grundierung mit viel Wasser zum Beispiel, also Acrylfarbe mit viel Wasser vermischt. Ja, und jetzt so langsam wird es ein bisschen ruhiger, ne? Wobei ich habe dann festgestellt, dass im Bild das rechte Auge einfach nicht stimmt und ich musste es dann im späteren Verlauf nochmal überpinseln. Wenn du unsicher bist bezüglich deines Bildes, dann stell es mal auf den Kopf oder betrachte dir dein Bild, deine Arbeit von rechts und von links. Dann sieht man oft, was passt und was vielleicht nicht so stimmt. Ja, und hier war man eben, hier geht es schon langsam ins Bunte rein, ins wirklich Farbenfrohe. Das Bild ist ja zum Schluss auch sehr expressiv, fast schon explosionsartig, ganz zum Abschluss. Und auch das mit der Farbwahl kann sich während des Arbeitens ändern. Wie das Leben eben auch. Ja, und dieses Zeichnen von Gesichtern, das kann man gut üben, indem man erstmal beginnt mit Bleistift zu zeichnen,
Bilder abzuzeichnen. Also so habe ich ja auch gelernt über viele, viele Jahre eben das Porträt zeichnen. Dann habe ich langsam begonnen, Menschen vor mir zu zeichnen. Am Anfang heimlich, dass sie es nicht mitbekommen haben. Also das ist auch, wie gesagt, man ist da ein Leben lang beschäftigt oder ein Leben lang zeichnet man seine Umgebung. Es ist unglaublich beruhigend. Ja, und jetzt sieht man, hier wird es wieder bunter. Das hat mich dann eines Abends, hat mich das irgendwie gepackt, das Bild, jetzt, ich weiß gar nicht, ist über ein paar Wochen entstanden. Es stand auch eine Zeit lang einfach mal rum, weil ich nicht weiterkam. Auch das passiert. Dass man mal Ruhe braucht, Abstand. Ja, das sieht man jetzt hier. Ich male zwischendrin, zwischen Porträts oftmals abstrakt, um den nötigen oder die nötige Distanz zum Bild zu bekommen, ja, und auch um wieder lockerer zu werden. Und dann geht's weiter irgendwann. Oder auch nicht. Manche Bilder stehen oftmals, ich glaube, fast ein Jahr rum, bevor ich an denen weiterarbeite. Aber da muss ich mit Aber, da kann es passieren, dass ich den Zugang zum Bild verliere. Auch das ist mir schon passiert. Und auf die Frage, wann ist ein Bild zu Ende oder wann sollte man zu malen aufhören, wann ist ein Bild fertig? Nie. Ja. Ein Bild ist nicht fertig. Oftmals ist es so, dass ich dann einfach das Bild oder dass ich einfach meine, dass ich frage, was soll ich da jetzt, willst du, dass ich noch irgendwas daran arbeite? Also ich frage dann mein Innerstes. Das Leben ist auch nie fertig. Aber irgendwann denke ich mir, okay, jetzt lass es gut sein. Und dann, wenn ich es abgeschlossen habe, gefühlsmäßig, dann ist es, dann lasse ich es auch so. Auch wenn ich dann vielleicht in einem späteren Moment, ein Jahr später erkenne, oh, da ist aber ein großer Schnitzer, da könntest du noch was machen. Nein, ich lasse es dann. Weil jedes Bild ja ein Stück weit eine Momentaufnahme ist von deinem Leben. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann besuch mich gerne auf meiner Website und informiere dich über die Vorteile einer möglichen Zusammenarbeit. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei deiner eigenen Umsetzung, bei deiner persönlichen Umsetzung von heilsames Malen. Ja, wir befinden uns jetzt im Abschnitt des Spielens. Ich liebe diesen Abschnitt. Da wird einfach zum Abschluss nochmal gespielt. Ja, so Akzente setzen. Das sind so die kleinen Akzente auch im Leben, die man setzt. Ja. Das ist jetzt, wenn ich es aufs Leben übertrage, das sind diese alltäglichen kleinen Dinge, die uns erfreuen. Ja, spielen. Gute Musik hören, in die Natur gehen, einen Apfelbaum begrüßen, mit Bäumen kommunizieren, eine Blume wundervoll finden, tolle Freunde, gutes Essen. Das sind so die Akzente, die täglichen Akzente, die Highlights, die kleinen, kleinen, süßen Highlights im Leben. Und das spiegelt sich jetzt auch hier in diesem Bild wieder. Ein Spielen, dieser spielerische Abschluss. Viel Spaß. Schön, dass du mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal.